Moin Lachse, herzlich willkommen zu EMP-TV. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes und zwar gibt es heute ein Unboxing. Ab dafür! Das Harry Potter-Universum fasziniert Millionen von Menschen und ich habe uns heute zwei Gegenstände aus diesem Universum mitgebracht. Hier ist die Nummer 1. Klar, es geht um einen Zauberstab. Wir schauen uns das Ganze mal an. Es ist erstmal eine sehr wunderschöne Verpackung, hier mit diesem kunstlederartigen Überzug. Jetzt schauen wir doch mal rein. Hier sehen wir jetzt, wenn ich diesen Samtvorhang hier mal öffne, da ist er. Das ist nicht irgendein Zauberstab, sondern das ist der Zauberstab. Klar, ihr wisst, worum es geht. Das ist der Elderstab. Der Zauberstab von Albus Dumbledore, der mächtigste Zauberstab der Welt. Der liegt, muss ich sagen, wirklich sehr gut in der Hand. Also der hat ein angenehmes Gewicht zu sich und er fühlt sich auch wirklich sehr gut verarbeitet an. Hier sind sehr, sehr schöne Details. Es sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön verarbeitet aus. Als hätten wir es hier mit einem echten Stück Holz zu tun. Absolut auf jeden Fall ein Muss für jeden Cosplayer oder jeden Sammler. Weiter geht's aber mit einem zweiten Zauberstab und zwar diesem hier. Eine schwarze Verpackung, silbernes Etikett. Und hier sehen wir es schon, Professor Severus Snape. Schauen wir mal rein. Unter dieser schwarzen Hülle haben wir hier eine orangene Verpackung. Hier haben wir das gute Stück. Die Original-Nachbildung des Zauberstabs von Severus Snape. Sehr, sehr schöne Ornamente hier eingearbeitet, sehr detailgetreu. Und ich sehe gerade, was hier jetzt noch besonders ist bei diesem Zauberstab. So ein wunderschönes, kleines, goldenes Namensschild. Professor Severus Snape. Dann haben wir noch hier eine kleine Klammer dabei. Die ist auch extra gepolstert mit Schaumstoff. Die passt natürlich genau hier drum. Und dann wisst ihr immer direkt, zu welchem Zauberer dieser Zauberstab gehört. Das war's von mir. Hier vor mir auf dem Tisch seht ihr jetzt noch eine kleine Auswahl an Zauberstäben. Die und vieles andere gibt es natürlich wie immer unter emp.de. Ansonsten hier noch coole EMP-TV-Videos und da oben haben wir noch unsere Social-Media-Kanäle verlinkt. Alle Links auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Matt Eagle.